Willkommen zurück bei FIBO at Business, unserem FIBO TV. Wir freuen uns auf die nächste Gesprächsrunde und damit herzlich willkommen zum FITTECH Summit, präsentiert von FIBO, unsere FIBO Edition. Wir freuen uns auf eine wirklich interessante Talkrunde. Fangen wir vielleicht mal so an. Über 390 Milliarden Euro, die wurden in Deutschland 2018 für Gesundheit ausgegeben. Das sind rund 12% des Bruttoinlandsproduktes und dabei kommen Fitness, Prävention und Gesundheit ja immer enger zusammen. Bei mir ist Natalia Kabasova. Grüß dich erstmal. Grüß dich, André. Du hast 2018 die neue Technologiekonferenz FITTECH Summit gegründet und damit seid ihr schon jetzt Europas führende Konferenz rund um die Themen Fitness, Technologien und Wellbeing. Erstmal Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Wir freuen uns auf eine interessante Talkrunde. Ich glaube, da treffen ganz unterschiedliche Welten aufeinander, oder? Absolut richtig, André. Wir haben heute eine sehr spannende Mischung aus Sportwissenschaften, technologiegestütztem betrieblichem Gesundheitsmanagement und Fitness- und neurozentriertem Training. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Dann stellen Sie uns vor. Viel Spaß. Wunderbar, danke. So, hallo zusammen, herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Wir haben heute eine sehr spannende Runde. Das wird Blended Moderation sein, würde ich mal vermuten. Die Luise Walter ist eine der Speakerinnen, die hat es leider nicht geschafft. Die ist stuck in the middle of nowhere. Und ich würde vielleicht gleich mit einer kurzen Intro anfangen. Wir sprechen heute über das Thema, wie Fitness, Gesundheit immer mehr zusammenkommen. Was heißt es aus der technologischen Perspektive? Und was bedeutet eigentlich Covid-Outbreak, jetzt mal gemischt mit Englisch, grundsätzlich auch für die Gesundheit der Menschen und auch für das Verständnis von Gesundheit? So, heute mit mir Hans-Georg Bredel. Hans, möchtest du vielleicht kurz mal vorstellen? Also lass mal den Hans mal weg, sondern... Das war Georg, gell? Georg, genau. Ich hab's immer mit Namen. Gar kein Problem. Mein Name ist Georg Bredel. Ich habe eine Professur an der Deutschen Sporthochschule in Köln und zwar für Sportmedizin und Herz-Kreislauf-Forschung. Entsprechend bin ich Internist, Herz-Kreislauf-Spezialist, Sportmediziner und auch noch Studiengangsleiter für den Bereich Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsmanagement. Und nebenbei, vielleicht noch in diesem Kontext nicht ganz unwichtig, bin ich der Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft für Prävention. Aber jetzt genug erstmal in Sachen Vorstellung. Da bist du hier richtig. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Super. Michael, du kommst gerade aus der Schweiz rein. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst. Das stimmt. Also ich bin Michael Leitner, bin bei Virgin Pulse und bin verantwortlich für den internationalen Teil von Virgin Pulse. Wir bauen seit 16 Jahren betriebliche Gesundheitsplattformen und sind der weltweit größte Anbieter. Das heißt, alles, was sich wirklich im betrieblichen Kontext mit dem Thema Prävention, Gesundheitsförderung und dergleichen beschäftigt, aber immer digital abgebildet. Und freue mich, dass wir heute hier sein können und das Thema ein bisschen weiter besprechen. Alles, super, was mit Covid und Prävention und dergleichen zu tun hat. Herzlich willkommen, Michi. Dankeschön. Luise, du bist heute unser Digital Part. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und warum bist du eigentlich nicht hier? Ja, hallo in die Runde. Ich wäre jetzt natürlich auch gerne dabei und würde sagen, ich habe die Anreise geschafft, wenn selbst Michael das aus der Schweiz geschafft hat. Dank der Deutschen Bahn hänge ich leider Gottes noch in Wolfsburg und habe es quasi nicht rechtzeitig geschafft. Freue mich aber, dass die FIBO und FITTECH quasi so flexibel sind, mich jetzt digital dazu zu schalten. Ich bin Luise Walter, ich arbeite als Personal Trainerin genau an der Schnittstelle zwischen Medizin und Fitness. Arbeite in Berlin als Trainerin und habe mich fokussiert auf den neurozentrierten Trainingsansatz und bin damit die erste quasi Expertin tatsächlich, die diese Schnittstelle in Deutschland besetzt und arbeite ganz aktuell an einem Digitalisierungsprojekt. Deswegen freue ich mich tatsächlich auch auf die anderen Diskutanten. Noch schöner wäre es natürlich, sich dann persönlich kennengelernt zu haben, aber das kann man ja dann gegebenenfalls noch nachholen. Das soll man tatsächlich nachholen. Vielen Dank, Luise. Willkommen. Ich würde mal gerne mit deiner Frage anfangen. Ich glaube, das ist uns allen klar geworden, dass Covid natürlich das Bewusstsein dafür, dass Gesundheit nicht nur für einen persönlichen, für einen Menschen wichtig ist, sondern eigentlich für die gesamten Systeme, für das gesellschaftliche System immer wichtiger wird. Und die Gesundheit von meinem Nachbarn wird mir jetzt mit der Zeit eigentlich fast genauso wichtig wie meine persönliche Gesundheit. Wie merkt ihr eigentlich diese Veränderung in eurem eigenen Leben und in eurer Arbeit? Was passiert, was habt ihr jetzt in letzter Zeit beobachten können?
Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Ich denke, in meinem Leben, in meinem privaten Leben, aber auch in meinem beruflichen Leben hat Covid-19 schon massive Veränderungen gebracht. Ich habe zum Beispiel unheimlich gern Fortbildungen mit Sportwissenschaftlern, mit Medizinern gemacht, im persönlichen Gespräch, war gern unterwegs auf Kongressen. Und das ist ja praktisch von heute auf morgen kollabiert. Und das ist zum Beispiel eine riesige Veränderung. Dann unser gesamter Studienbetrieb an der Deutschen Sporthochschule lebt ja auch von persönlicher Interaktion. Die Studis rühmen immer so die Atmosphäre. Und das kann natürlich eine Online-Vorlesung in keiner Weise wettmachen. Und genau, was du gesagt hast, auf der anderen Seite lernt man natürlich, dass in der Gesellschaft wahnsinnige Veränderungen vor sich gehen. Sehr viele Menschen erkennen den Wert der Gesundheit in ganz besonderem Maße. Und dann gibt es einen Teil, die auch psychologisch interessant mit Verleugnung reagieren. Was sie nicht sehen, kann nicht existieren, erleben wir ja auch. Also es ist eine wahnsinnig spannende, interessante Zeit, die enorme Rückkopplungen auch auf mein persönliches Leben hat. Michael, wir wissen bei euch, ihr macht hier technologiebasierte Plattformen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Hast du jetzt einen Ansturm gemerkt? Jein, würde ich sagen. Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Also einmal gebe ich dem Georg recht, das hat natürlich alles bei uns hat sich selber verändert. Ja, also wir sind eine gesunde Unternehmenskultur, die sehr vom Austausch lebt und das war plötzlich weg. Also bei uns intern, das heißt wirklich ganz neue Formen, überhaupt mal damit klarzukommen, wie interagieren wir miteinander, wie kommunizieren wir miteinander. Und wenn wir zu dem der Frage des Ansturms zurückkommen, kommt drauf an, wo. Ja, also wir haben ja, wir vertreiben unsere Produkte weltweit, sind vertreten auf allen Kontinenten und wir sehen doch schon gerade so in den USA definitiv Ansturm. Da sind wir aber auch schon eine ganze Stufe weiter, was die Implementation im Allgemeinen angeht. Das heißt, dort war wirklich dieser Zwang für noch mehr. Was können wir machen? Welche digitalen zusätzlichen Dinge können wir so schnell wie möglich an den Mann bringen im Endeffekt oder Unternehmen an ihre Mitarbeiter? Wenn wir von Europa sprechen, Ansturm im Sinne von grundlegendem Interesse ja, aber dadurch, dass wir eine ganze Stufe weiter unten sind, was die Fortschrittlichkeit angeht, würde ich sagen, im Vergleich zu den USA, eher so, dass es so Interesse ja, aber wir haben plötzlich gemerkt, wir müssen uns um ganz viele grundlegende andere Themen erstmal kümmern, um der Situation gerecht zu werden. Mit dem Gedanken, wenn wir wieder Zeit haben, dann beschäftigen wir uns auch nochmal, wie können wir sicher gehen, dass in Zukunft wir nicht mehr in so einer Lage sind, dass wir gar nicht wissen, wo wir eigentlich anfangen sollen. Mhm. Also würde ich sagen, das teilt sich wirklich so ein bisschen. Aber das Schöne aus unserer Sicht ist, dass wir sagen, deutlich mehr Verständnis dafür, warum ein digitaler Ansatz definitiv einen Mehrwert schaffen kann, gerade weil wir jetzt das Ganze eben durchlebt haben. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Mhm. Jetzt hätte ich eine Frage noch für Luise, weil du kommst ja aus beiden Welten. Du kommst aus der Personal Training Welt, sehr stark aus der Fitness Welt und gleichzeitig spezialisierst du dich auf das Thema Schmerztherapie und auch Nutzung von Gehirn sozusagen beim Personal Training. Hast du denn das Gefühl, dass es eine der Richtungen ist, was in Zukunft auch mit erhöhtem Bewusstsein für Krankheiten mehr in die breiteren Massen den Einstieg finden wird? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich tatsächlich auch in meiner täglichen Arbeit gemerkt während der Covid-19-Pandemie. Vor allem in den ersten Monaten, wo ja wirklich zum Teil Physiotherapie, sämtliche Studios geschlossen wurden und sowohl Kunden als auch Patienten einfach wirklich so ein bisschen hilflos dastanden und gesagt haben, sie würden gerne was machen, werden aber nicht mehr so richtig betreut. Also sind zum Teil wirklich in eine absolute Versorgungslücke gefallen. Und da war ich natürlich einer der wenigen Nutznießer, weil ich relativ schnell umswitchen konnte und sowohl Online-Training als auch Online-Therapien quasi anbieten konnte und wirklich relativ schnell sagen konnte, okay, vom 85-jährigen Parkinson-Patienten, der gesagt hat, ja, aber man muss doch irgendwas machen, auch wenn man nur digital zugeschaltet ist, zu aktuellen Chemotherapie-Kunden, die gesagt haben, sie sind verzweifelt, sie merken, es geht ihnen Tag für Tag schlechter, wenn nicht irgendwas passiert, verlieren sie quasi ihre Trainingserfolge, bis hin zu 12-, 13-Jährigen, die gesagt haben, sie haben CRPS, sie kämpfen sich seit Jahren langsam wieder an ihr Trainingsniveau hoch, wenn jetzt nicht zumindest digital irgendwas stattfindet, dann hängt man sich quasi selber ein Stück weit ab. Und da, glaube ich, ist tatsächlich dieser neurozentrierte Ansatz nochmal was Besonderes, weil die Leute einfach merken, okay, du kannst mit wenig Aufwand zu Hause auch was machen und du hast sofort die Effekte
ohne wochenlang quasi ein Training aufbauen zu müssen, sondern wenn man quasi den richtigen Input an das Gehirn gibt, das Nervensystem schnell reagieren kann, dann merkt man halt tatsächlich auch sofort die Effekte. Und das kann man dann zu Hause auch 1:1 umsetzen. Luise, für diejenigen, die es noch nicht kennen, könntest du vielleicht ein Beispiel nennen dafür, wie so ein Ansatz aussehen könnte? Genau, also neurozentriertes Training, tatsächlich also dieser Ansatz Bewegung, Schmerz entsteht im Gehirn. Das geht beispielsweise schon los damit, klassisch gerade alle, die im Homeoffice sind und nicht das perfekte ergonomisch ausgerichtete Arbeitszimmer haben, ständig irgendwie Schulter-Nacken-Probleme haben. Jetzt kann man natürlich den älteren Ansatz fahren, biomechanisch, ja, da ist entweder ein verkürzter Muskel oder verklebte Faszien. Man kann sich aber auch anschauen, ah ja, okay, die Bewegung, die von der Nackenmuskulatur ausgeht, ist ja reflexiv gesteuert über Augenbewegung und über das Gleichgewichtsorgan. Das heißt, wenn man beispielsweise, um das mal ganz plastisch zu machen, eine eingeschränkte Nackenbewegung hat, kann man relativ unkompliziert über Reflexe, beispielsweise Blick auf den Daumen und dann eine gleichmäßige Bewegung, indem man quasi die Informationen von Augen, Gleichgewichtsorgan, Atmung und Bewegung miteinander kombiniert, sofort einen Effekt haben. Das klingt für mich eigentlich schon fast nach einem medizinischen Ansatz. Dabei machst du Personal Training. Georg, da hätte ich eine Frage an dich, weil du arbeitest ja auch sehr viel in der Forschung. Wie siehst du aktuell diese Überschneidung zwischen Fitness, Ärzten, Physiotherapie? Gibt es überhaupt gerade noch Schnittstellen, wie die zusammenarbeiten? Oder sagst du, es sind noch sehr unterschiedliche Welten, die kaum in Verbindung kommen? Also ich bin überzeugt davon, da wächst was zusammen, was zwingend zusammengehört. Hm. Es gibt ja diesen uralten Gesundheitsbegriff, definiert als Abwesenheit von Krankheit. Und dann ist die WHO hingegangen und hat als Erste gesagt, das ist ja viel mehr als nur keine Erkrankung. Und dann sage ich, die Fitness ist eben genau die Komponente, die Gesundheit ganz wesentlich mit definiert. Wenn man sagt Fitness, mentale Fitness, körperliche Fitness, erst dann bin ich ja überhaupt erlebnisfähig oder funktionsfähig. Was nützt mir Abwesenheit von Erkrankung, wenn ich ansonsten so auf so einem minimalen Niveau mein Leben führen muss? Mal etwas krass ausgedrückt. Und ich glaube, dass eben die Fitness in dem Sinne, dass ich eben meinen Körper voll funktionstüchtig einsetzen kann, dass ich ihn trainieren kann dahin, ist ein Phänomen, das in den früheren Jahren so als Luxus betrachtet wurde. Ja, Fitness ist schön, aber ist ja nicht zwingend notwendig. Das erkennen jetzt mittlerweile Arbeitgeber eben langsam. Auch der Prozess hat Zeit, aber vor allem die Menschen selbst. Und zwar eben über ihre gesamte Lebensspanne hinweg. Wir haben ja ein Phänomen, dass heute Menschen jenseits der 55 bis ins hohe Alter wirklich voll fit sein können, wenn sie eben die gesundheitlichen Voraussetzungen haben und eben diese Trainingsprozesse. Und sich auch wollen. Und wollen vor allem den Anspruch auch entwickeln. Es gab Zeiten, da hat man gesagt, was will der mit 65? Der soll froh sein, wenn er eben keine Erkrankung hat. Genau dieses Negativdenken. Heute haben wir ganz andere Typen, die fordern und wollen, auch Frauen, und das ist auch ganz wichtig, die eben sagen, Moment, ich gehöre hier nicht aufs Abstellgleis, sondern ich will eben noch voll partizipieren am Leben. Und dafür ist Fitness der Schlüssel. Und die Fitness, vielleicht der letzte Gedanke, wiederum strahlt ja dann unmittelbar auf die Gesundheit aus. Das ist ja nicht nur, dass ich gesund sein muss, um fit zu sein, sondern ich muss fit sein, damit ich gesund bleibe. Das haben wir in der Sportmedizin, aber auch in der übrigen Medizin langsam erforscht und lernen die Prozesse kennen, wissen, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Und da hilft uns dann auch die Medizintechnologie oder die sportwissenschaftliche Technologie. Diese gesamte Biosensorik schafft uns ja auch ganz neue Felder. Und was Luise eben gerade sagte, eben auch, dass ich eben auch lerne, dass Fitness sehr viel auch mit unserem Hirn zu tun hat, dass die Muskulatur nicht unabhängig vom Gehirn funktioniert. Und dass das natürlich faszinierend kompliziert ist, wissen wir alle. Aber das sind eben Ansätze, die gegangen werden schon und die offensichtlich ja auch funktionieren in vielen Bereichen. Du hast ja gerade Biosensorik erwähnt. Du machst ja auch sehr viel Forschung in dem Bereich. Könntest du uns vielleicht ein Beispiel nennen von einem Projekt, wo du gerade aktuell dran arbeitest? Ja, wir haben einige Projekte. Mir fällt spontan ein, im Hochleistungssport setzen wir viele Biosensoren ein, zum Beispiel Schlafanalyse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Regeneration wurde bisher viel zu wenig beachtet. Das System wurde immer ausgepowert, aber so diese regenerativen Phasen nicht. Das ist ein Bereich, an dem wir intensiv arbeiten, also Schlafqualität, Quantität.
Dann haben wir ein Projekt für Diabetiker. Eben die modernen Sensoren, die mir eben ein kontinuierliches Blutzuckermanagement erlauben. Das ist gerade im Zusammenhang mit Sport und Bewegung ganz wichtig, haben wir auch gelernt. Wir haben Projekt Diabetesprogramm Deutschland Marathon. Würde man am Anfang sagen, die sind ja völlig verrückt geworden, aber das hat sich so wunderbar entwickelt, dass wir das wirklich deutschlandweit auch anbieten können mit viel Erfolg. Und dann haben wir im Augenblick etwas für, zusammen mit der Fraunhofer Gesellschaft, für Menschen mit Querschnittslähmungen. Auch da hat man ja früher immer gedacht, okay, ja, schrecklich. Und dann ist man da im Rollstuhl. Und dann gibt es natürlich wunderbare Ansätze so im Leistungssport, die vieles aus dem Rollstuhl heraus machen. Aber wir haben jetzt gesehen, es gibt keinerlei Apps für Menschen mit Querschnittslähmungen. Mhm. Und wir entwickeln mit dem Fraunhofer-Institut und mit anderen Partnern eben jetzt eine Fitness- und Gesundheits-App für Menschen mit Paraplegie. Die Biosensorik spielt eine wichtige Rolle und das ist jetzt gerade erst gestartet, da freuen wir uns natürlich drauf. Das wird sicherlich ganz spannend und ich glaube, dass wir da auch Menschen eben etwas bieten können, die vorher vielleicht wenig Optionen hatten in dem Bereich. Mhm. Was ich da gerade raushöre, ist natürlich, dass das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, Fitness, auch Performance für ganz unterschiedliche Zielgruppen der Bevölkerung immer wichtiger ist. Das, was vorher als Leistungssportthema definiert wurde, ist eigentlich schon, hat auf jeden Fall den Weg in die breiteren Massen gefunden. Michael, wie ist es eigentlich bei den Arbeitgebern? Haben Sie jetzt auch das Gefühl, die sind für die Gesundheit der Mitarbeiter zuständig und verantwortlich? Oder sagen Sie, jeder muss es so ein bisschen selbst machen? Ja, also ich würde mal so sagen, im Grundsatz sind wir definitiv der Meinung, die Selbstverantwortung obliegt erstmal bei jedem selber. Ja? Also wir können nicht sagen, wir sind verantwortlich für die Gesundheit von jemand anderem. Ich glaube, das ist zu weit gegriffen. Aber wir können definitiv, oder Arbeitgeber haben definitiv eine Verantwortung, ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, die den Mitarbeitern dazu ermutigen und das im Endeffekt förderlich. Wie könnte es aussehen, ja? So ein perfektes Umfeld? Also ich sage mal, wenn wir sagen, wir kümmern uns um uns selber und sind uns wirklich unserer eigenen Gesundheit bewusst, das fängt schon mal an, wenn ein Mitarbeiter effektiv krank ist. Und das kann ja sein, einfach mal erkältet, Grippe oder sonst irgendwas. Haben wir überhaupt ein Umfeld, wo der Mitarbeiter überhaupt sich um seine eigene Gesundheit kümmern kann? Georg hat es gesagt, ja, wir haben lange Zeit versucht, so wenig Schlaf wie möglich, weil dadurch sind wir produktiver. Heute wissen wir, ist alles Quatsch. Mhm. Im gleichen Rahmen, was ist denn der Mehrwert für den Mitarbeiter, trotz Erkältung ins Büro zu gehen? Den gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Aber wir müssen erstmal ein kulturelles Umfeld schaffen, wo der Mitarbeiter sich sicher fühlt, zu sagen, ich bleibe jetzt 2 Tage lang zu Hause, kümmere mich um mich selber, werde wieder gesund und danach gehe ich ins Büro und bin wieder produktiv. Die Mehrwerte auf der Unternehmensseite sind immens, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und ich glaube, von dem her ist es wirklich, es obliegt dem Unternehmen, Gesundheit zu fördern, gesundheitliches Verständnis zu fördern, für die Mitarbeiter da zu sein. Was kann man machen, konkret? Also eben einmal Offenheit zum Thema. Ja, wie gehen wir überhaupt mit dem Thema um? Es ist ein Thema, über das gesprochen werden darf. Es ist ein Thema, was auch von oben anerkannt wird. Also ganz viel fängt ja im Endeffekt, man sagt ja immer, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an, ja, in Anführungsstrichen. Das natürlich auch. Und wir nutzen jetzt ganz klar das Thema Digitalität. Also eine Symbiose aus einmal, wie können wir Mitarbeitern Informationen zur Verfügung stellen, die sie vielleicht schon mal gehört haben. Wir haben alle mal von unseren Eltern so die kleinen Tipps und Tricks gelernt, die wir irgendwo versuchen zu ignorieren und wegzuschieben. Gepaart mit einfach an unserer Seite so ein Mitarbeitererlebnis. Und ein Mitarbeiter Erlebnis. Das kann sein, dass wir eine Challenge haben, dass wir Interaktion zwischen Mitarbeitern, selbst wenn das digital ist, miteinander haben, aber ein Wir-Gefühl, wo das Thema Gesundheit eine Daseinsberechtigung hat und dann auf einer Plattforminfrastruktur zu ermöglichen, dass wir trotzdem sehr viel Individualität haben. Weil Gesundheit gibt es ja nicht als das ist Gesundheit, sondern Gesundheit ist individuell. Das heißt, wir sagen, wir bauen ein Konstrukt, wo der Mitarbeiter nachher alle Möglichkeiten der Welt hat zum ganzheitlichen Ansatz. Ja, auch da, Thema Aktivität ist nicht das Einzige, was es gibt. Das wollte ich noch kurz vorhin einwerfen, als du gesagt hattest, Thema Fitness. Ich glaube, wir hängen immer noch so ein bisschen hinterher mit unserem Verständnis zur Begriffsdefinition Fitness. Wir hören Fitness und denken an
Fitnessstudio, Workout und alles ist nur körperlich. Dabei ist der Begriff Fitness eigentlich ein ganz anderes Thema, was viel mehr ganzheitlich auch ist, was mentale Komponenten. Ja, ich finde es so spannend. Als ich den Fittech-Abend gegründet habe, habe ich auch gesagt, das ist Fittech, aber es hat mit Pumpen eigentlich wenig zu tun. Und das hat keiner verstanden damals. Ja. Ich wollte bewusst diese Begriffsdefinition einmal erweitern, um zu sagen, Fitness ist viel mehr. Es geht um die mentale Fitness, es geht um die ganzheitliche Fitness, es geht um die Regeneration als Thema. Und natürlich, das Physische darf auch nicht fehlen, aber es ist längst nicht die einzige Komponente. Ja. Ich finde es auch so lustig, was du sagtest, dass eigentlich viel wichtiger als Technologie ist erstmal so die Veränderung des Bewusstseins bei den Arbeitgebern oder auch bei den Menschen selbst. Darf ich zu Michael ganz kurz ergänzen oder zu dem, was du sagtest? Ich denke auch, das sind wirklich super wichtige Themen. Wie kann man eben dieses Bewusstsein in den Köpfen der Menschen implementieren, ohne dass das einfach eine Phrase ist? Ne? Natürlich ist Gesundheit entscheidend und Fitness extrem wichtig. Es muss attraktiv gemacht werden, die Menschen müssen darüber reden dürfen und die sogenannte Gesundheitskompetenz ist natürlich ein schillernder Begriff, aber die muss sich entwickeln, dass Menschen eben, wir fordern schon seit Jahren so eine Art Schulfach Gesundheit und Fitness, dass es eben nicht eine Frage der Bildung sein darf, das erleben wir ja auch oft in ganz vielen Untersuchungen, dass eben der Bildungsstatus ist letztlich heute entscheidend für Gesundheit und auch Fitness. Und das darf ja gar nicht sein. Also da müssen wir Strategien entwickeln, dass eben alle Menschen die Zugänge haben. Und Corona hat jetzt im Augenblick natürlich so ein bisschen den Blick dafür verstellt. Ich hoffe, dass wir das bald überwinden, wie die moderne Arbeitswelt aussehen wird. Was Michael sagte, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich. Wir haben Mitarbeiter der Sporthochschule, also Studierende, die zum Beispiel bei Google arbeiten und da Fitnessprogramme entwickeln. Die kamen zurück und sagten, das ist ja wie so ein Freizeitparadies, wenn man da hingeht. Da ist so Lounge-Charakter, die Leute sitzen entspannt miteinander und das wird die Zukunft sein. Die besten Köpfe gewinnt man heute mit einem attraktiven Umfeld. Und da spielt eben natürlich nicht nur die soziale Komponente, sondern entscheidend das, was bietet mir das Unternehmen in Sachen Gesundheit, Fitness, Wellbeing. Damit wird man die Leute gewinnen. Wie gesagt, im Augenblick so ein bisschen durch die aktuelle Krise verwischt, ist bedauerlich, weil wir nur noch auf Infektiologie sozusagen reduziert sind. Aber ich hoffe, dass wir das Thema bald wieder überwunden haben werden und dann wieder die eigentlichen Dinge, die den Trend bestimmt haben, der letzten 2-3 Dekaden wieder in den Vordergrund gebracht werden. Ja, das gerade hoffen alle auch. Ja. Gerade das Thema Fitness und oder Gesundheit attraktiv machen. Ich glaube, damit hapert es ja schon. Ja. Also wie oft sieht man die Bilder vom Arzt mit weißem Kittel und dem Apfel essen? Apfel essen ist gesund. Ja. Wenn ich sowas sehe, will ich sofort weglaufen. Eben. Oder Yoga, jemand in Yoga-Pose auf dem Konferenztisch im Unternehmen. Also Dinge, die so falsch sind vom Ansatz, die dem Mitarbeiter auch was ganz Falsches suggerieren. Wie kommen wir da? So kommen wir nicht an den Mitarbeiter, dass er versteht, das Thema ist in Ordnung. Und zu dem, was du gesagt hast, also einfach, wie können wir überhaupt dem Mitarbeiter verständlich machen, wo ist denn meine Baseline? Also wie geht es mir denn heute? Und das definiert noch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich würde sagen, es gibt immer noch mehr als 50%, die messen niemals ihren Blutdruck, die haben keine Ahnung von ihren Cholesterinwerten. Das heißt nicht, dass die schlecht sind. Aber wie kriegen wir den Mitarbeiter dahin, zu ermutigen, zu sagen, geh doch mal nachschauen. Es tut nicht weh, ist nicht schlimm, dann weißt du ein bisschen mehr und dann von dort können wir weitermachen. Super wichtiger Punkt, Michael, da möchte ich gerne die Luise gleich nochmal mit einspannen, weil du warst ja gerade im Accelerator-Programm ADA, richtig? Und da hast du an der Gesundheits-App gearbeitet und wahrscheinlich auch sehr viel gelernt darüber, wie man eigentlich so die Interfaces kreieren kann, womit die User auch aktiv interagieren können, um diese Angst eben von Fitness, Gesundheit zu nehmen. Berichte doch ein bisschen, was hast du entwickelt, wie war es für dich und was hast du dabei gelernt? Gelernt super viel natürlich, aber um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es geht quasi darum, um eine digitale Lösung zu finden, wie man neurozentriertes Training einer breiteren Masse zugänglich macht, weil das zurzeit ja sehr stark entweder im Leistungssportbereich ist oder halt bei mir jetzt vereinzelt Kunden, Patienten davon profitieren. Aber ich sehe den Mehrwert halt tatsächlich in einer viel größeren, breiteren Masse. Und das fand ich nämlich spannend, was gerade Michael und Georg beide ja so ein bisschen durchscheinen lassen haben. Die heutigen Ansätze von Gesundheit und von Fitness sind halt sehr, sehr veraltet.
Und entweder man geht so in diesen Richtung Leistungssport oder wirklich in die, an die Fitness-Attraktiven, die man aber ja eigentlich im Markt schon hat, und übersieht so ein komplettes Marktsegment, die sogenannten Coach-Potatoes, die ich, wenn ich sie im Alltag erlebe, so gar nicht nennen würde, ehrlicherweise, sondern das sind so viele Fremdzuweisungen, die von oben auf indoktriniert werden. Und ich glaube, da spielt halt die Digitalisierung eine total gute Möglichkeit, eine breitere Masse zu erreichen, um dann eben wirklich über die Erlebbarkeit einerseits, also es wurde ja vorhin auch schon Sachen erlebt oder erzählt, wie man kann unterschiedliche Challenges machen. Ich glaube aber auch das ist wieder so ein Charakter, der viele vielleicht ambitionieren möge, aber ich glaube für viele ist es auch eher eine Abschreckung. Viele wollen Gesundheit und Fitness für sich ganz privat, ganz persönlich, wollen das vielleicht gar nicht mit der Community teilen. Und ich glaube, da hat man noch ganz viele Möglichkeiten, die bisher vielleicht noch gar nicht so richtig gedacht sind und die man bisher vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hat, wirklich zu sagen, wie macht man, wie erklärt man das erstmal wieder, dass Schmerzbewegungen im Gehirn entstehen? Wie kommt man von all diesem Wissen, das ja vorhanden ist, die Leute sind ja nicht bescheuert, die wissen auch alle, dass sie sich gesünder ernähren könnten und dass Bewegung gut ist, aber wie macht man die Schritte so klein, dass man nicht scheitern kann? Wie fängt man ganz Klischee mit 2 Minuten Training am Tag an, ohne dass man es Training nennen muss, sondern dass wirklich erstmal Herz-Kreislauf-System überhaupt ein bisschen angeregt wird, bevor man sich dann Regeneration überhaupt verdienen kann? Das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, die es gerade bei den Leistungssportlern und Leistungsmedizinern und Sportmedizinern gibt, zu sagen, Regeneration, Schlafen, extrem wichtiges Thema für ganz viele, die ich vor allem bei mir, aber auch im Training tagtäglich sehe, ist Regeneration auf einem ganz anderen Level. Die müssen ihren Körper erstmal wieder so fördern und fördern, dass sie sich Regeneration im wahrsten Sinne des Wortes quasi verdient haben. Und ich glaube, da kann Digitalisierung, da können Apps, es gibt ja schon ganz, ganz viele Anbieter auf dem Bereich, ob das jetzt Freeletics oder Kaya quasi auf beiden Seiten ist, da kann man, glaube ich, noch viel mehr auf die Zielgruppen gehen, die halt bisher noch nicht angesprochen worden sind und die in kleineren Etappen abholen, ohne dass man sie sofort abschreckt und so sagt, und ihr müsst jetzt 7-mal die Woche 40 Minuten komplett ins Schwitzen kommen, sondern wirklich kleinteiliger anfangen und erstmal ein Verständnis schaffen und ein Bewusstsein generieren. Ja, absolut. Ich glaube, es geht da sehr stark um das Thema Veränderung der Gewohnheiten, viel mehr als Performance eigentlich. Man muss irgendwo anfangen. Georg, du siehst irgendwie so aus, als würdest du gerne was sagen. Ja, ich wollte zu Luisa in dem Punkt noch etwas sagen, weil sie das ja täglich erlebt. Als sie das gerade schilderte, die Menschen wissen das. Es gibt tatsächlich gute Untersuchungen dazu, auch so verhaltenspsychologische Ansätze. Da gibt es das sogenannte Rubicon-Modell. Also dieser Rubicon-Cäsar, der mal sagte, der Rubicon ist überschritten. Das geht von folgendem Ansatz aus. Der Ansatz ist, etwa 70-80% aller Patienten, das ist jetzt ein medizinisch basiertes Modell, aber das kann man, glaube ich, generalisieren, sind im Grunde informiert, wissen, dass sie nicht rauchen sollten, dass sie sich gesünder ernähren sollten, dass sie sich bewegen sollten und sind auch im Prinzip motiviert. Der entscheidende Schritt ist, dann kommt noch die Volition, die Willensbildung, also aus der Motivation, dass man sagt, jetzt will ich aber was tun. Und dann bleibt es bei dem vierteljährlichen Gespräch beim Arzt immer wieder das Sprechen darüber und der Arzt sagt, machen, finde ich gut. Und dann ein Vierteljahr wieder später dasselbe, das Rubicon-Modell sagt, jetzt ist lange genug gequatscht worden. Im Grundsatz wissen Sie es auch, jetzt machen. Wirklich, und dann eben, und dafür braucht man wahrscheinlich auch oft so ein persönliches Monitoring in der Anfangsphase. Wir finden so diesen persönlichen Gesundheitscoach, haben wir schon ein paar Mal versucht zu implementieren. Das ist ja letzten Endes viel mehr als nur Sport und Bewegung, sondern das ist Gesundheitscoaching, was Luisa jetzt mit ihren speziellen Techniken auch macht. Weil man spricht, redet insgesamt über andere Dinge. Die Bewegung ist ja oft dann der sozusagen Kristallisationspunkt. Also meine Botschaft auch, machen, tun und dann bewerten. Dann kommt die Bewertung, dass man so nach ein paar Wochen sagt, wie war das jetzt, nachdem du angefangen hast, konkret angefangen hast. Und da müssen wir Menschen hinbringen, Angebote schaffen, die attraktiv sind. Nochmal, weil das erleben wir ja auch, so diese klassischen Angebote, der deutsche Vereinssport oder betriebliches Gesundheitstraining ist eben oft nicht sexy. Mhm. Ne, da sind viele schon, um Gottes Willen, jetzt schon wieder einen gesunden Gesundheitstag im Unternehmen. Das müssen wir irgendwie attraktiver gestalten und den Menschen sagen, dass es um sie persönlich geht. Nicht darum, dass der Arbeitgeber, natürlich ist das auch ein Motiv im Hintergrund, gesündere Arbeitnehmer hat, sondern dass es um die persönliche Lebens
Attraktivität geht letzten Endes. Es geht halt ein bisschen gegen das Prinzip der Alltagstauglichkeit. Ja? Also wer kann es denn erlauben, einen halben Tag zum Gesundheitstag zu gehen, in Anführungsstrichen? Allein der Name Gesundheitstag, wie schlimm ist das denn? Absolut, aber deswegen, also zu den Gibt's Themen, was ihr beide wieder. Gerade gesagt habt, also das digitale Prinzip ist absolut richtig. Ja? Also in unserem Verständnis ungefähr 60-70% der Mitarbeiter sind Gesundheitssuchende. Das ist im Endeffekt gleiche Definition wie du, aber wir sagen, das sind Suchende. Heißt, die sind grundlegend offen für das Thema. Genau. Die brauchen aber Motivation, Anerkennung, Unterstützung, was auch immer dann da dort sein muss. Und manchmal kommt einfach das Leben dazwischen. Ja? Also jeder, der Kinder hat, weiß, plötzlich Kinder da, kannst du nicht mehr 2 Stunden am Abend zum Sport gehen, so ohne weiteres. Und deswegen sagen wir auch über den digitalen Ansatz eben klar, Challenges, Thema Wettbewerb ist eine Motivationskomponente, aber nicht die einzige. Also es gibt Informationssuchende, es gibt Leute mit Community, es gibt die mit Wettbewerbsgedanken, es gibt die Zahlenanalytiker, die nur ihre eigenen Auswertungen wollen. Und wenn wir in dem digitalen Kontext das so schaffen, dass wir alles unter einen Hut bringen und dann noch dieses Thema gemeinsam miteinander in kleinen Häppchen jeden Tag eine kleine Veränderung versuchen durchzuhalten und das Ganze über 1, 2, 3 Wochen, erst dann können wir eine Gewohnheit schaffen. Ja, wir haben immer so das Verständnis, von heute auf morgen ändere ich alles, ändere ich meine Gewohnheit, die ich aber 3 Jahre lang Schritt für Schritt aufgebaut habe, dass sie heute überhaupt da ist, die werde ich nicht in der Woche los. Und die werde ich auch nicht los, wenn ich das 1 oder 2 Mal mache, sondern jeden Tag ein bisschen, oder so ein bisschen steht dann der Tropfen hüllt den Stein. Ja? Also wirklich in dem Prinzip. Ich finde es schon fast traurig, dass das Thema Gesundheit irgendwie fast negativ belastet ist, weil man es so langweilig findet. Und wir haben ja auch gesehen, dass die klassischen Fitnessstudios schon sehr lange das Modell gefahren haben, wo der Nutzer nicht unbedingt im Zentrum des Interesses vom Fitnessstudio steht, sondern das ist ein Modell eines Immobilienanbieters eigentlich. Ich überbuche so viel wie es geht. Im Januar melden sich alle an, 3 Monate später geht die Engagement Rate einmal komplett nach unten, sie kommen nie wieder, aber die Beiträge sind ja bezahlt und dann hoffe ich auch, dass die Leute nicht kommen, weil so viel Platz habe ich nicht mal für alle. Das ändert sich ja sehr stark, unter anderem auch mit digitalen Produkten. Was glaubst du denn, was wird so ein Fitnessangebot der Zukunft sein, wenn man, ich weiß, es gibt durchaus sehr viele, aber wenn ihr eins aussuchen würdet, was wäre für euch so das beste Angebot, um die Menschen aktiv reinzuholen und sie zu engagieren. Habt ihr da ein Bild vor Augen? Wie könnte es aussehen? Also wenn du mich anschaust, mache ich meinen ersten Aufschlag. Also ich bin überzeugt davon, dass Personalisierung, Individualisierung wird ein ganz wichtiger Trend werden. Also one size fits it all wird es nicht geben. Also das Pauschalangebot, wo jeder drauf anspringt, kann nicht funktionieren, sondern man muss es eben, wie es so schön heißt, zielgruppenspezifisch gestalten. Die 20-jährige Studentin braucht wahrscheinlich ein anderes Angebot als der 65-jährige Pensionär, klar. Und interessanterweise wollen die aber zusammen gern trainieren. Zumindest der 65-jährige Pensionär möchte auf keinen Fall, wenn man hinkommt und sagt, wir haben jetzt eine super Truppe, alles gleichgesinnte Männer, alles hochgebildet, dann winken die bei uns schon ab. Sie mögen es sehr, auch mit jüngeren Menschen, sehen wir bei uns im Umfeld sehr, zu trainieren, finde ich auch, zu kommunizieren. Und die Jüngeren interessanterweise sind da auch durchaus offen. Die sagen nicht, was wollen die alten Säcke da, sondern sind da durchaus, sagen wir mal, auf dieser Plattform ansprechbar und da lässt sich einiges gestalten. Also dieser Personalisierungsgedanke, eine individuelle Form der Bewegung, an der man Spaß hat. Wenn ich Wasser hasse, kann ich noch so lange predigen, wie gesundheitsfördernd Schwimmen ist, dann läuft das nicht. Ich muss also Angebote wirklich finden, die individuell attraktiv sind, die für bestimmte Zielgruppen attraktiv sind, die funktionieren und die entweder, sagen wir mal, in einer Community laufen, so dieser Bauch-Beine-Po-Kurs, da sind eben primär Damen da, das ist klar, aber man kann Angebote schaffen, die dann auch übergreifend funktionieren und das ist der zweite Punkt, Personalisierung und der alte Spruch, Variatio delectat, Abwechslung erfreut, also nicht alles monoman gestalten, sondern wirklich verschiedene Bewegungsreize in unterschiedlichen Settings und nicht nur im Studio, sondern ich bin ein großer Fanatiker von Outdoor-Fitness auch. Was wäre denn für dich so das beste
Bild, was du dir vorstellen kannst für dich persönlich, wie du selbst dich fit hältst. Was wünschst du dir? Also ich habe es diesen Sommer gut praktizieren können wegen online. Ich bin fast jeden Morgen erstmal schwimmen gewesen, eine knappe Stunde, und schwinge mich dann irgendwie in den Nachmittags-Abendstunden aufs Mountainbike. Das ist für mich persönlich eine super Mischung. Im Winter fahre ich gerne Ski. Fußball habe ich gerne gespielt, ist jetzt im Moment sowieso, war es nicht das Thema, aber das ist für mich so, sagen wir mal, naturgestützt. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, wenn ich tatsächlich so eine Stunde durch den Wald fahren kann. Das ist mir persönlich wirklich so eine Art Jungbrunnen. Andere werden sagen, völliger Quatsch, ich brauche zwingend irgendwo ein chromglitzerndes Studio um mich herum. Auch alles gut. Der Zweck heiligt in dem Fall für mich immer die Mittel. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gab vor kurzem eine Studie von Freeletics, der Fitness-App, und sie haben herausgefunden bzw. gefragt, ich glaube, da waren so 1.500 Menschen dabei in der Umfrage. Sie haben gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht während des Lockdowns? Und was dabei rauskam, die meisten Leute haben draußen was gemacht. Mhm. Also einfach walken, hiken, einfach wandern gehen, laufen gehen, aufs Bike schwingen und ein bisschen Yoga machen. Also ich glaube, dass viele auch das Thema Outdoor, Natur für sich wieder neu entdecken. Ja. Bodyweight Training. Also ich glaube, zu deiner vorherigen Frage auch, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Also wenn ich sage, dank Corona, glaube ich, haben wir ziemlich schnell einen ganz ordentlichen Schritt vorangemacht, muss man sagen, in dem Fall. Weil vorher, klar, Fitnessstudio, alles nur Kursformat, und plötzlich war jeder Trainer, jedes Unternehmen, das es irgendwie auf die Reihe bekommen hat, technisch, Zoom-Meeting hier, Gruppenworkout da, dann machen wir halt Bodyweight, ihr braucht keine Gewichte, nehmen wir die Wasserflasche, was auch immer, hinzu. Ich mache das, wann ich möchte, wie ich möchte, mit einer Gruppe, wenn ich will. Wenn nicht, habe ich aber jemanden, der mir einfach so ein bisschen Instructions gibt. Dann kann ich das auch mal zu Hause im Alltag machen, draußen im Balkon oder sonst irgendwo. Ja. Also ich glaube, wir haben einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, dass wir sagen, es wird alltagstauglicher und jeder kann das dann machen, wie er das möchte. Oder eben auch, weißt ja, bist du auch mit vernetzt, mit Peloton. Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber das Grundkonzept dahinter finde ich super, nicht umsonst läuft das auch in vielen Ländern schon wirklich, wirklich gut, weil einfach der Grundgedanke der Alltagstauglichkeit einfach da ist, und es macht trotzdem Spaß, Motivation, Gruppendynamik, alles vereint miteinander. Noch ein kurzer Gedanke zur Gruppendynamik. Ich hatte am Montag ein Gespräch mit einem CEO einer großen Versicherung, und er sagte, etwa 50% aller unserer Mitarbeiter sind Singles oder wohnen allein. Das reflektiert ja so die Wohnsituation auch in deutschen Großstädten. Das heißt, jeder zweite Arbeitnehmer wohnt allein, sagte er. Der oder die jetzt durch diese Homeoffice-Situation eine fast totale soziale Isolation erlebt. Ne? Wenn ich allein lebe und kein großes soziales Umfeld habe, weil ich vielleicht berufsbedingt auch die Stadt gewechselt habe, und dann nicht mehr das Umfeld eben meiner Working Community habe. Er meinte, das darf man auf keinen Fall unterschätzen, die Auswirkungen, die das hat. Und deswegen ist Sport, Bewegung, Fitness gemeinsam, Fitnessstudio, kleinen Gruppen, glaube ich, dieser gruppendynamische Aspekt wahnsinnig wichtig auch. Und wo trifft man sich besser als im gemeinsamen Sport oder Fitness? Kurs. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Luisa hatte sich, glaube ich, gemeldet. Ja, und ich glaube auch nämlich, dass wir nicht nur Networking, sondern bald auch Sweatworking machen sollen und Business und Sport mal kombinieren. Luisa! Genau, ich fand bloß die beiden Ansätze, die einerseits Georg gerade gesagt hatte, also einerseits wirklich diese Diversifizierung, eben nicht nur zu sagen, okay, jeder geht jetzt in seine üblichen Gruppen, in denen man schon ist, sondern, weil du vorhin auch Natalia so gefragt hattest, nach einer Utopie, nach einem Bild, was man sofort im Kopf hat, wo ich ja immer denke, man braucht so Spielplätze für Erwachsene wieder. Vorhin war schon mal kurz das Thema, wie ist das oder wie nehmen die Studierenden quasi Google wahr, wenn sie da bei Praktika oder in Projekten sind. Und ich glaube, dass das ein ganz relevanter und interessanter Ansatz ist, gerade auch in Richtung BGM weitergedacht, zu sagen, dass man Plätze schafft, wo man als Erwachsener, vor allem jetzt Kinder, ist nochmal ein bisschen anderes Thema und Heranwachsende, aber wo man nicht funktionieren muss, wo man sich körperlich austauschen kann und wirklich auch austoben kann und wieder
Sportarten lernen kann, wo man nicht gut sein muss, weil per se, wir Deutschen sind da ja immer noch mal ein bisschen verbissener als andere Kulturen, wo man wirklich sagen kann, man muss nicht funktionieren, man muss nicht gut sein, man kann neue Bewegungsabläufe lernen. Man muss dabei nicht immer gewinnen, sondern es geht eher wieder um diesen Spaß, dieses Interesse, diese Neugierde an Bewegung, damit ein Stück weit an Gesundheit und das dann tatsächlich auch wieder zu kombinieren mit unterschiedlichen Ansätzen, Thema Ernährung, wo man, und das fand ich deswegen gerade spannend zu sagen, es gibt so viele Singles bzw. viele unterschiedliche Lebenskonzepte, kann man nicht Räume schaffen und Plattformen schaffen, wo man wirklich sagt, okay, alleinerziehende Eltern oder junge Eltern haben andere Zeiten, auch wo sie quasi Sport machen wollen würden und andere Interessen, die sich dann genauso gut überschneiden können mit Content-Generierung, nämlich zu sagen, die wollen vielleicht auch Vorträge, Tech-Vorträge und anschließend Training oder davor Training und dann kombiniert man das mit gesunder Ernährung, mit Workshops, wo man quasi branchenübergreifend wirklich auch in die Kommunikation gehen kann und man eben nicht auf der einen Seite die Ärzte hat und da Therapeuten und da Fitness und da ist Ernährung, dann geht man dorthin, dass man wegkommt von diesen einzelnen Datensilos und Angebotssilos halt wirklich hin zu diesem Open-Lake-Ansatz quasi zu sagen, man schafft nicht nur digitale Plattformen, sondern wirklich auch ganz analoge Plattformen, wo man halt wieder Begegnungen generieren kann. Spielplätze für Erwachsene, da würde ich sofort mitmachen. Ich habe da ein paar Geschäftsideen, müssen wir danach reden. Aber dieses Thema Datensilos, ich glaube, das ist etwas, was auch extrem wichtig wird, beziehungsweise jetzt auch ist. Michael, wie macht ihr das denn eigentlich? Gibt es irgendeinen Datenaustausch mit Ärzten, mit Personal Trainern? Wie schaut dieses Datensystem gerade aus? Gibt es das überhaupt? Also im Grundsatz gibt es das natürlich schon. Kommt immer darauf an, in welchem geografischen Bereich wir uns bewegen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber logischerweise, also im Grundkonstrukt gibt es das. Wir sind natürlich in dem Bereich, dass wir sagen, okay, wie wird das Ganze sicherheitstechnisch geregelt? Was darf man nicht? Was ist der richtige Ansatz? Ich meine, das ist seit vielen Jahren in Deutschland ein Thema und es ist auch sonst überall auf der Welt ein Thema. In den USA sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter, dass wir sagen, ja, da können wir Daten hin und her schieben. Aber im Grundsatz definitiv. Also unser grundlegender Ansatz für die Zukunft ist, wie können wir nennen es Homebase for Health, wie können wir die schaffen für den Mitarbeiter? Und eine Homebase ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen, wo sich alles irgendwo zentralisiert. Und das kann sein, dass das der digitale Anbieter hier sein kann, das kann der Betriebsarzt sein, das kann der Coach sein, der mit draufkommt, das könnte eine Person sein, das kann das App-Angebot sein, das können aber auch die anderen Anbieter sein. Also ich glaube, früher, gerade auf Anbieterseite, hat man ganz lange gedacht, ah ja, wir sind der Anbieter der Welt und es gibt nichts anderes außer uns. Und heute sind wir schon eher dran, dass wir sagen, können wir nicht ein Umfeld schaffen, wo alle Anbieter miteinander kommunizieren und interagieren können, weil wir dann gemeinsam was noch viel Größeres bauen können. Und da kann jeder immer noch seinen Teil davon abhaben. Aber das ist wirklich so der Ansatz der Zukunft. Und ich glaube, wir bewegen uns langsam, aber sicher noch zu dem Thema hin, dass wir sagen, noch mehr Datenaustausch. Wie sich das genau gerade in Europa entwickeln wird, ist immer noch ein bisschen fraglich mit Datensicherheit, Datenschutzgrundverordnung. Also ich habe ein Beispiel aktuell von meinem Arzt. Er darf mir den Befund nicht mal per E-Mail schicken, sondern per Post. Und das ist für mich eine Friktion in Datenübertragung, die kann ich mir nicht mehr vorstellen in 5 Jahren. Das geht einfach nicht. Und vor allem, wie sollen diese Daten auch mit anderen ausgetauscht werden? Das stimmt. Das dürfen wir tatsächlich nicht. Das ist so eines der Ergebnisse der Europäischen Datenschutzverordnung. Ich finde es auch ganz schwierig, aber ich denke, das ist in erster Linie eine technische Herausforderung. Es muss doch E-Mail-gestützte, sichere Übertragungswege geben zwischen Arzt und Patient oder eben auch Arzt, der einen Befund haben will. Nur am Rande bemerkt. Ich wollte nur noch mal bestätigen, das ist keine Schikane. Ich habe es auch nicht glauben können. Es ist so. Ich schikaniere doch keinen im Live-Übertragung. Ich mache es nur hinter geschlossenen Türen. Ach so. Okay. Aber wir sind ja hier relativ offen, Gott sei Dank. Aber das ist ja spannend. Man muss ja fairerweise sagen, es gibt ja schon ein paar Apps wie Doctorbox im Markt, die genau für diesen Zweck eigentlich da sind. Das Problem ist, mein Arzt bietet nicht mal Telemedizin an. Dafür gibt es ja auch schon einige Anbieter wie Yameda zum Beispiel oder Patientus, digitale Sprechstunde. Diese App kennt er auch nicht und ich frage mich einfach, ich möchte gerne bei diesem Arzt bleiben, der ist ein super Experte, aber wenn ich zu jedem Meeting irgendwie eine Stunde fahren muss, da frage ich mich zweimal. Was denkst du, Georg, wie wird denn dieses System sich in Zukunft entwickeln müssen, zwangsläufig, weil der Druck vielleicht nicht nur vom System, sondern von Patienten und auch von Usern sozusagen kommt? Also wir haben
in dem Zusammenhang tatsächlich unsere erste Online-Sprechstunde für Athleten kürzlich zelebriert fast, weil wir dachten, das ist, müssen wir anbieten, gerade zu Corona-Zeiten. Ich persönlich bin überzeugt davon, wir werden eine Hybridlösung fahren. Es wird den persönlichen Austausch geben müssen, so wie es bei dir ist. Du kennst deinen Arzt, ihr habt ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut und wenn man dann eine Fragestellung hat, dass man dann schnell mal sagt, hey Doc, können wir mal kurz ein Online-Gespräch führen. Skeptisch und kritisch bin ich, nicht weil ich jetzt so ein Konservativer bin, sondern weil ich wirklich da im Thema Probleme sehe, dass man ein komplettes Arzt-Patienten-Verhältnis allein online digital aufbaut, also vom allerersten Treffen an. Das kann man vielleicht für dermatologische Fragestellungen wird es schon probiert oder so bestimmte Rezepte in bestimmten Indikationen. Aber ich glaube, das klassische Arzt-Patienten-Verhältnis im besten Sinne, im partnerschaftlichen Sinne, kann man nur analog aufbauen. Und dann kann man das gerne fortführen mit digitalen Komponenten. Geht gar nicht anders. Oder auch Blutdrucküberwachung, dass der Patient seine aktuellen Daten reinschickt oder Diabetes, Zuckerwerte. Da muss man nicht immer zum Arzt persönlich hingehen. Da werden beide, sowohl der Patient, die Patientin, als auch der Arzt froh sein irgendwann. Das muss nur, da müssen nur Barrieren erstmal gerissen werden. Es gibt ganz viele meiner Kollegen, die sich dagegen noch sehr sperren, weil sie sagen, es gibt einfach nur das persönliche Gespräch. Also der Mensch ist gerade die Barriere. Ja, in dem Fall eben die Barriere im Kopf. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man es noch nicht probiert hat und noch nicht gesehen hat. Es ist wie immer mit neuen Techniken. Es muss erstmal eine Hemmschwelle überwunden werden. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es komplett diese klassische Arzt-Patienten-Relation ablösen wird. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Ich teile es mal kurz mit euch. Und dann weil du hast ja gerade gesagt, der Arzt muss ja beobachten, was passiert. Und wir wissen ja, dass Tracker, auch Apple Watch, ist eigentlich ein Medizinprodukt. Die gehen schon sehr stark in diese Richtung. Ich habe gerade so ein Bild wie in einem Cockpit im Flugzeug, dass der Arzt eigentlich zu einem Piloten wird, der einmal immer, wenn das rote Lämpchen leuchtet, den Patienten anruft und sich in Verbindung setzt und sagt, pass auf, da stimmt was nicht mit deinen Werten. Und ich kann das interpretieren. Ich bin qualifiziert genug, um zu verstehen, was liegt im normalen Bereich, auch für dich persönlich, was liegt im normalen Bereich im Vergleich zu einer Baseline, also verglichen zu den anderen Menschen. Und was brauchst du persönlich, weil ich dich auch kenne und ich kann dich auch so überreden, dass du auch das Ganze umsetzt. Aber nur so als Bild, das wünsche ich mir. Ja, also und da kommt das Thema Gesundheitskompetenz ins Spiel. Die Amerikaner haben sogar einen neuen Krankheitsbegriff entwickelt, so in dem Sinne Biosensitis, dass also Menschen nur noch ihre Signale aufnehmen, weil du die Apple Watch nanntest, und neurotisch jede Normabweichung gleich in Panik versetzen. Das ist sozusagen das FOMO, Fear of Missing Out, aber in Bezug auf den eigenen Körper. Du musst in die Lage kommen, dass du das einigermaßen einordnen kannst. Dass auch wenn der eine Blutdruckwert, wir hier im Studio haben sicherlich jetzt Blutdruckwerte, die etwas oberhalb dem normalen Niveau sind, dass du das siehst und sagst, Natalia, das ist völlig normal und das macht mich nicht nervös. Dafür braucht man aber auch eine individuelle Kompetenz. Jemand, der sagt, reg dir nicht so auf. Ja, ja, genau. Sagt vielleicht die Apple Watch dann auch noch. Aber das ist erst die Next Generation. Ja, genau, richtig. Aber ich glaube schon, dass du recht hast mit dem, irgendwo wird die persönliche Beziehung noch da sein. Ich sehe einfach eine große Möglichkeit, diese Telemedizin-Ansatz zu nutzen, um weg von der Selbstdiagnose zu kommen. Weil was machen wir heute? Genau. Wir gehen trotzdem nicht zum Arzt. Wir fangen an zu googeln, lesen in 100 verschiedenen Foren und sagen dann, ja, jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, was mir fehlt und was ich habe. Ist auch nicht wirklich gewinnbringend. Also da hätten wir vielleicht den Ansatz, der ein bisschen weitergeht. Aber selbst wenn wir es bauen, ich glaube, wir müssen ganz viel Arbeit auch auf der Nutzerseite mal machen. Weil das, was ich glaube, wenn ich mal so charakteristisch sagen würde, du bist ein Vorreiter, was den technologischen Ansatz oder den technischen Ansatz angeht. Das heißt, du hast großes Interesse daran. Ich glaube immer noch, dass die breite Masse sagt, Gesundheitsdaten über mich, digital, oh mein Gott, wie soll das überhaupt funktionieren? Das möchte ich nicht, davor habe ich Angst. Das heißt, wir müssen auch da ganz viel Arbeit leisten, dass wenn wir ein System finden, was funktioniert, wir können wir auch da das Individuum und die Leute abholen, dass sie es letztlich dann absolut nutzen wollen. Absolut. Luise?
Genau, also da würde ich auch gerne einhaken, weil das merke ich ja tatsächlich auch sowohl mit Patienten als auch mit Kunden. Klar, einerseits sind Daten sehr, sehr sensibel, aber ich glaube auch, dass einfach nicht so sehr über die Patienten gesprochen werden sollte, sondern mit den Patienten, mit den Kunden, weil einfach auch so dieses, ne, Hashtag Empowerment, ich glaube, wenn man die viel mehr befähigt, was kann einem, kann man mit den Daten wirklich machen, was sagen einem die Daten? Und das merke ich im Alltag ganz oft, dass man sich da total abgehangen fühlt, weil es gibt eben die ganzen Informationen und dann googelt man und dann geht man auf 25 Foren und sammelt sich das vorher alles schon zusammen, aber es setzt sich halt kaum jemand wirklich mal hin, erklärt das, strukturiert das, bewertet das vielleicht auch und sortiert das vor allem für eine gewisse Alltagsrelevanz ein. Und ich glaube, gerade da kann die Schnittstelle zur Digitalisierung zumindest jetzt am Anfang noch extrem viel Potenzial rausnehmen, damit dann halt wirklich die Kapazitäten von Spezialisten nicht gebunden werden mit gewissen Patienten, Kunden, die dann irgendwie schon das fünfte Mal im Quartal kommen, einfach weil sie nur reden möchten, sondern dass man da wirklich hin zur Spezialisierung und gewisse Standardisierung einfach ins Digitale verschieben wird. Finde ich super. Daten zum Leben erwecken. Wir brauchen nicht noch mehr. Also wir haben im Grundsatz haben wir erstmal genug. Wir müssen erstmal relevant. Wir brauchen nicht mehr Daten, wir brauchen bessere Daten oder auch nicht müssen, mal das? Wir müssen die Daten, die, also bessere Daten vielleicht, ja, das, da bin ich nicht technisch versiert genug in manchen Dingen, aber ich würde sagen, die Daten, die wir haben, der, für die müssen wir Relevanz schaffen, damit, wie Luise sagt, damit ich das mir anschauen kann, sagen kann, okay, jetzt sehe ich meine Schlafkurve, was bedeutet die denn? Nur die Kurve zu sehen, sagt mir gar nichts. Aber wenn mir dann jemand, entweder jemand oder das digitale Tool erklärt, welche Dinge sehe ich da drauf und welche Möglichkeiten hätte ich, damit es vielleicht sich etwas mehr in der Optimalkurve anpasst, dann sind wir in dem Bereich, wo wir sagen, damit kann ich auch als Individuum arbeiten und damit da habe ich einen Mehrwert für mich selber. Und so schließt sich eigentlich der Kreis, du hast ja vorher gesagt, das Thema Information, wir haben genug Informationen, wir haben vom Gefühl her viel zu viele Infos mittlerweile über das Thema Gesundheit, aber das sind alles Informationen, die sich nicht auf mich persönlich beziehen. Insofern, wir wissen alle, was gut oder nicht gut ist, aber was interessiert mich persönlich? Heißt, wir gehen jetzt von der Welt, wo sehr viele Informationen da sind, in die Welt, in die Mikrowelt rein, von Informationen, die für mich persönlich relevant sind, wo ich auch weiß, in kleinen Schritten durch die Veränderung von meinem Verhalten kann ich mich besser fühlen, produktiver werden. Das hat wirklich einen Mehrwert für mich persönlich. Und was die anderen machen, interessiert mich auch nicht wirklich. Die Menschen sind sehr egoistisch. Ja, und ich glaube, nur wenn wir selber einen Mehrwert für uns erfahren, dadurch entsteht wieder Motivation und die Gewilltheit, noch mehr auszuversuchen. Deswegen sagen wir ja auch immer, nichts Schlimmeres als, ich gehe zum Arzt, der sagt mir, was ich machen muss, und dann muss 3 Monate später wiederkommen. Aber zwischendurch habe ich keinerlei Feedback. Und ich glaube, auch da wieder das Thema digitales Tool, Coach, wenn ich sage, ich tue was, und dann kann ich sagen, wir können kurz drüber reden, ich kann kurz sagen, oh, meine Zahl wurde besser, es hat sich anders berechnet und ich sehe Fortschritt, dann bin ich auch gewillt, weiterzumachen. Also ja, definitiv. Voll. Luise, du hättest noch eine Anmerkung dazu. Genau, weil das Thema jetzt schon mehrfach gefallen ist, immer wieder mit der Motivation. Ich glaube ehrlicherweise, dass bei ganz vielen das Motivationsproblem gar nicht so sehr da ist, sondern die haben schon die Motivation. Ich glaube, vielen fehlen einfach wirklich die Fähigkeiten und ganz genaue eine Schrittanweisung, was könnt ihr denn machen? Weil ich meine, man kann überall googeln, gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise, das weiß jeder und den Zugang hat man. Aber ich glaube, vielen fehlt einerseits diese Action, also diese Aktionismus zu sagen, wie fange ich jetzt Schritt für Schritt kleinteilig wirklich an, und auf der zweiten Seite, wenn man sich so ein Habit Loop, also wirklich eine Verhaltensschleife anschaut, was ist ein Belohnungssystem? Und da sind viele Belohnungssysteme halt immer sehr extrinsisch, gehen überhaupt nicht auf die intrinsische Motivation ein. Und ich glaube, auch da kann einerseits natürlich Digitalisierung, das sind ja oft auch die Arzt-Patienten- oder Coach-Patienten-, Trainer-Kundengespräche, wo man ein Stück weit dann auch seine Belohnung herauszieht, zu sagen, ah ja, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich habe abgenommen, ich habe mehr Sport gemacht, ich habe mehr Muskulatur aufgebaut, ich habe mein Leben Stück für Stück verändert. Und noch ist es zwar sehr abhängig von dem individuellen, persönlichen 1-zu-1-Gespräch, aber ich glaube auch das mit den richtigen Anreizen kann man das in einer gewissen Form auch digital umsetzen, damit man es einfach schneller auf mehr Leute anwenden kann. Weil ich glaube, sonst redet man immer von ganz vielen Lösungen, die für kleine elitäre Kreise zwar vielleicht möglich und umsetzbar sind, aber für eine größere, breite Masse, die entweder intellektuell noch nicht in der Lage sind, das aufzunehmen oder auch ehrlicherweise einfach monetär die Möglichkeiten haben oder von der Struktur her gar nicht die Möglichkeiten haben. Ja, super. Wir haben noch 1 Minute Zeit. Ich möchte euch in dieser 1 Minute bitten, die wichtigste Message, die ihr gerne den Zuschauern und Zuhörern mitteilen möchtet, einmal in einem Satz zu sagen. Georg, möchtest du anfangen? Darf ich anfangen? Bitte. Dann habe ich 15 Sekunden wahrscheinlich. Meine Message wäre, denkt daran, dass ihr wahrscheinlich 90 Jahre oder 95 Jahre alt werden werdet. Dieses Leben eben möglichst gesund und fit
auszugestalten, ist eine riesige Herausforderung, aber eben auch eine riesige Chance. Und es wird alles verändern, was wir bisher so eingeübt haben. Danke. Gerade eben die Tatsache, dass Menschen auch in der letzten... Das waren schon drei Sätze. Alles wird verändert. Gut. Alles wird sich verändern. Luise, ein Satz. Schmerz und Bewegung entsteht im Gehirn. Man sollte also Gehirn und Körper trainieren. Super, danke. Michael. Gesundheit ist was Positives und nicht die Absenz von Krankheiten. Dahin müssen wir kommen. In dem Sinne würde ich mal sagen, das ist ein super Abschluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr so einen guten Input geliefert habt. Ich habe schon wieder was gelernt, deswegen mag ich das so zu moderieren. Man lernt immer was dazu. Und wir sehen uns später, heute um 16 Uhr im nächsten Panel vom FitTech Summit. Es wird um das Thema Zukunft von Gyms gehen auf Englisch. Insofern alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön.